So, guten Morgen, hallo, hallo, guten Morgen. Mit euch ist Anna Blidau. Hallo, herzlich willkommen. Heute möchte ich für mein festlicher Altar für Mabon etwas aufzeichnen und euch auch ein paar Sachen erklären. Und zwar, ich zeichne sogenannte fünfzackige Stern, die für fünf Elementen zuständig ist. Wir haben diese Elemente in unserem Körper, wir haben diese Elemente bei uns zu Hause, wir haben diese Elemente überall um uns herum und können die nutzen. Sogar ein Plastik, die ja scheinbar keine Energie enthält, kann Elemente enthalten, beziehungsweise seine Farben sind schon Elementen zugeordnet. Zum Beispiel, wenn es irgendwelche rote Farbe ist, die Plastik bemalt, dann ist das Element Feuer. Wenn es blau ist, dann ist das Element Wasser. Deswegen alles, wirklich alles, was uns umgibt, sind Elemente. Und die sind wirklich wichtig, weil die sind auch im Körper präsent. Also, ich beginne immer mit Ätherelement. Äther oder Raum ist auch Organen zugeordnet, über die ich dann auf meinem Kurs über die Strömen spreche. Danach kommt Luftelement. So. Danach haben wir Erdelement. Und also um die Erdelemente geht ja auch heute bei unserem Herbsttag und Nachtgleiche. Erntefest, Herbstfest. Danach haben wir Feuerelement. Rote Farbe, wie ich schon gesagt habe. Und danach haben wir Wasserelement. So, also fünfzackige Stern. Wir haben die auch sehr oft zu sehen. Zum Beispiel im Weihnachten wird Spitze von Weihnachtsbaum auch mit Stern dekoriert. Und das ist nicht einfach so. Das ist eine sehr, sehr alte Brauch, die auch diese fünf Elementen symbolisieren. Und wie ich schon gesagt habe, heute geht es bei dem Fest um Element Erde. Jeder Element hat seine bestimmte Form. Erde ist stabil. Dementsprechend stabilste Form, was wir haben, das ist Quadrat oder Viereck. Die Element Erde sind auch Organe zugeordnet oder aus traditioneller chinesischer Medizin kennen wir das als Meridianen und in diesem Fall haben wir hier Magen und Milz. Diese zwei. Wenn wir von Farben reden, dann sind das alle Brauntöne. Hier habe ich auch so dunkelbraun verwendet, aber es geht von beige bis wirklich so schokoladebraun. Wir können auch dunkle, warme Gelbtöne verwenden, so wie Senfgelb zum Beispiel. Und wir können auch dunkles Grün verwenden, so Sumpfgrün in die Richtung. Von Jahreszeiten ist Elementen auch gewisse Sachen zugeordnet. Und wenn wir über Element Erde sprechen, dann sprechen wir über Altweibersommer. Also das, was wir jetzt ja haben oder vor kurzem gehabt haben, man kann immer noch sagen, das ist irgendwie bis Mabon ist das Altweibersommer und dann beginnt das wirkliche Herbst. Gell? Man haben auch im Kalender Herbstanfang mit diesem Tag. Danach kommt Element Luft wieder. Genau. Also, wir sind jetzt voll drin und machen auch unterschiedliche Praktiken, Rituale. Man kann auch schöne herbstliche Altar gründen oder machen bei sich zu Hause oder direkt im Garten, wenn man eine hat, oder auf dem Balkon, wenn man eine hat. Und dort auch die Gabe von die Erde platzieren. Wenn jemand von euch Garten hat, dann kann er Ernte, also Stückchen davon auch auf diesem festlichen Altar hinlegen. Auch diese fünf zackige Stern zu malen ist auch schon ein Ritual, ist auch schon Harmonisierung von die Elemente. Wie gesagt, das sind Sachen, die in uns drin sind. Zum Beispiel, wenn wir über Erde sprechen, was ist stabil und fest bei uns im Körper? Das sind die Knochen, gell? Das sind auch Muskeln teilweise, das sind die Mineralien, die wir im Körper haben.
Und alle anderen Elemente sind dementsprechend, wie gesagt, auch bestimmte Sachen im Körper zugeordnet. In Zuhause ist das bei uns südwestliche und südliche Sektor. Also, wir können auch die Sektoren dann harmonisieren und schauen, dass so Element Erde genügend im Haus ist, damit unsere Körper und Organe, Magen und Milz unterstützt werden. Und besonders günstig ist dann wieder das am Altweibersommer zu machen, dass bis dorthin mindestens alles perfekt ist, weil diese Jahreszeit ist auch Erde zugeordnet. Da hat sie ihre stärkste Kraft. So funktioniert das und wie gesagt, alle anderen Verbindungen erkläre ich dann in meinem Kurs, der Strömen heißt, Strömen nach Mond nenne ich das, Teil von Jin-Jin-Jitsu, meine eigene ja, Methode quasi zur Selbsthelfung oder zur Selbstheilung, ja, das ist Heilung auf die höhere Ebene, kann man sagen, gell? Weil Körperebene ist die letzte Ebene, vorher haben wir geistige Ebene. Vorgeist befindet sich noch Bewusstsein und ja, Seele ist das, was alles das regiert eigentlich oder muss regieren. Die hat aber in unserer Welt, in irdischen Welt keine Kraft und deswegen muss sie sich auf unser Bewusstsein, auf unsere geistige Ebene verlassen. Und die dann regieren unsere körperliche Ebene. Und wenn wir das genau ansehen, dann werden wir im Stern in diese fünf Elementen Stern, aus denen ja auch grobstoffliche Körper besteht, auch Körper erkennen. Wie? Also wenn wir hier Kopf malen, hier Ärmchen malen mit vier Finger, hier Füßchen vorstellen, ja, wer ist das? Ist es ein Manchkal, oder? Ein Männchen, ja? Das ist tatsächlich Mensch. Gut, dann platziere ich jetzt diese fünfzackige Sterne auf mein herzlicher Altar und wünsche euch auch nochmal viel Erfolg und viel Spaß bei diesem Tag. Macht die Rituale. Ihr findet viele davon im Vastu Club. Könnt ihr auch ein Video von mir bekommen mit den Rituale oder kommt einfach in meine Vastu Club Gruppe, wo ich auch darüber erzähle. Da findet ihr auch Link zu Strömungskanal, was wir strömen können an diesem Tag und so weiter. Wer Fragen hat, kontaktiert mich gerne. Ich werde mich freuen, mit euch in Kontakt zu kommen oder eure Fragen zu beantworten. So, dann verabschiede ich mich.